Herzlich willkommen. So schön, dass du eingeschaltet hast hier bei ICF Schwarzwald Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video. Vielen Dank, Daniel. Es ist schön, bei euch zu sein auf den Days of Power, Never Lose My Fire. Wir freuen uns sehr darüber, hier zu sein, weil das ist eine Kirche gerade in Villingen. Ich durfte mit einer Band dabei sein bei der Geburtsstunde, einer der Geburtsstunden hier in Villingen. Und ich werde es nie vergessen, es ist in der Halle nicht weit von hier, waren wir bei dieser Worship Night. Und ich bin nach Hause gegangen zum Team und habe gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Und ich sage euch, warum ich das noch nie erlebt habe. Man hat hier gemerkt, dass hier viele Menschen beten. Und dass an diesem Ort die Eltern von David und ein Hauskreis jahrelang für Villingen gebetet haben. Und den Himmel gestürmt haben. Und es war noch nie so einfach, eine Worship-Tour-Slot zu machen wie in Villingen für mich. Warum? Der Himmel war einfach offen. Warum so viele Beter da waren. Und deswegen bin ich absolut dankbar dafür, heute wieder hier zu sein und zu sehen, was in ganzen Locations auch entstanden ist, wie ihr hier dabei seid. Vielleicht bist du ganz frisch dabei, vielleicht sagst du, schau ich mir an den Laden, ist ein bisschen komischer Laden. Was auch immer, wir freuen uns drauf und wir freuen uns auch, dass wir seit vielen Jahren mit David und Sarah unterwegs sind und auch mit dem Pastorenteam. Und Paulus sagt mal einen guten Tipp zum Thema Leadership. Er sagt, schau dir jemand an, wie er zu Hause ist, wie er privat ist und dann entscheide erst, ob du ihn in die Church setzt. Das Schöne ist, dass wir euch seit so vielen Jahren kennen. Die Frauen beten sehr jede zweite Woche seit vielen Jahren. Wir sind in Höhen und Tiefen verbunden. Und was ihr beide ausstrahlt und macht seit vielen Jahren, möchte ich kurz euch erklären, warum hier so eine Kraft drin ist. Warum es sind ein paar und damit auch alle Mitarbeiter, ich kenne viele von euch, haben das gleiche Herz. Nämlich die erste Sache ist, sie lernen immer. Sie lernen immer. Wenn du etwas leitest, wirst du Fehler machen. Vielleicht leitest du noch nichts in einem Standort, aber ich muss dir zur Risiko- und Nebenwirkung von diesem Event sagen, noch kannst du rausgehen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der Heilige Geist dir irgendeinen Auftrag geben wird. Sondern wirst du irgendwas tun, hoffentlich, was du noch nie getan hast. Und wenn du irgendwas machst, was du noch nie getan hast, wirst du Fehler machen. Besonders die deutsche Nation ist immer so ein bisschen vorsichtig, ich weiß noch nicht, ich kann es noch nicht perfekt, ich fange lieber nicht an. Im Reich Gottes kannst du nie perfekt sein. Ja, der Schuh ist mir zu groß, Pastor. Ja, logisch ist der zu groß. Ja, meine Gaben reichen nicht aus. Natürlich reichen deine Gaben nicht aus. Du baust Reich Gottes und nicht Reich Tobias. Natürlich ist der Schuh zu groß. Natürlich mache ich Fehler. Dafür ist ja Jesus gestorben. Das heißt, wir lieben an eurer Kirche diese Experimentierfreudigkeit, dieses Vorwärtsgehen, uns zu Fehlern zu stehen, zu sagen, das war jetzt nicht ideal, jetzt lernen wir draus, wir bitten um Vergebung. Aber wir haben die Sehnsucht, dass unsere Städte, Schwarzwald-Bodensee, vom Evangelium verändert wird. Und deswegen gehen wir vorwärts, wir lernen und wir lassen uns nicht abschrecken. Und deswegen vielen Dank für alle, die das mittragen, seit so vielen Jahren. Das ist absolut genial. Ich habe für euch zum Thema Never Lose the Fire einen Startgedanken mitgebracht. Wann verliert eine Kirche, eine Bewegung oder ein Land das Feuer des Heiligen Geistes nicht? Ich sage euch, wenn folgende Sachen zusammenkommen. Es beginnt, wenn Nichtbeter anfangen zu beten. Die Propheten, die wussten das schon ein bisschen länger, aber wenn dann die Nichtbeter anfangen zu beten, erstens, wenn die Nicht-Evangelisten anfangen zu evangelisieren, wenn die Nicht-Hirten anfangen, in Jüngerschaft zu investieren, wenn die Nicht-Lehrer das Wort Gottes über alles lieben, den Apostel erkläre ich dir gleich. Aber wenn das passiert, dann passiert Erweckung. Und das ist in eurer Kirche so zu sehen. Wir lieben es, wie ihr experimentiert, wie verschiedene Gaben zusammen sehen. Ich sehe den Lukas, alle möglichen Menschen hier, die beteiligt sind, um das zu machen, die Heiligen auszurüsten. Wir lieben an euren Standorten diese Sehnsucht. Sagen, ich will Jesus ähnlicher werden. Wo kommt der Apostel ins Spiel? Erweckung passiert dann, wenn der Apostel die Gnade bekommt, in Herzen zu sehen, dass wir in Generationen denken und in Multiplikation. Und wenn das jeder macht, dann stoppt es nicht mehr. Weil tendenziell gab es Erweckungen immer in einer Generation. Und dann hört es wieder auf. Eines der depressivsten Bibelbücher, ich weiß nicht, was dein depressivstes Buch ist in der Bibel. Also so im Herbst lese ich das Buch gerne, wenn ich schlecht drauf bin. Ich weiß nicht, welches Buch du gerne liest, wenn du schlecht drauf bist. Ich lese gerne das Buch Richter, wenn ich schlecht drauf bin. Da kannst du depressiv werden. Und der König tat, was dem Herrn gefiel, aber er starb und sein Sohn baute wieder Scheiße.
Und er machte Kompromisse und der Nächste machte größere Kompromisse. Aber der Nächste diente kurz dem Herrn, aber sein Sohn verkackte es wieder. Also wenn du depressiv werden willst, mal kurz, lese Buch Richter. Was das Thema Generationen angeht, scheinbar schafft der Teufel es immer wieder. Ein Feuer, egal ob es Hiskia ist, was für ein Vorbild für mich, Hiskia, König Hiskia. Der Teufel schafft es, dass sein Sohn alle Götzen wieder einführt. Und deswegen ist es so wichtig, dass, selbst wenn du sagst, ich bin nicht apostolisch, dass wir lernen, auf eine göttliche Art in Generationen zu denken. Weil Gott sagt über sich selber, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin ein Gott der Generationen. Und in Römer 12,2 heißt es, passt euch nicht den Maßen dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das gilt für alles, auch fürs Thema Generationen. Und ich liebe es, dass ich hier in Schwarzwald-Bodensee auf so fruchtbaren Boden treffe. Warum? Viele von euch leben das. Und die Leadpastoren David und Sarah sehen das seit vielen Jahren, diese Kirche. Aber ich möchte heute diesen Funken in jedes Herz vom Heiligen Geist transformiert sehen. Weil ihr beide und viele machen das schon seit so vielen Jahren. Simon, hier, wo ist er? Mit 18 warst du, glaube ich. Oder 18 warst du, als David dich kennengelernt hat, glaube ich, ungefähr 18. Matze Worship, wo, Matze vom Worship, wo bist du? Matze Worship? Ist ja ein Rauchen gegangen, nee. Matze, wo? Herr Matze, du warst ungefähr 15, oder? Als du angefangen hast in der Kirche, Worshipen und so weiter. Als 17, sehr gut. Das heißt, hier sind Leute, die sind jetzt hier die gestandenen Worship-Leader, gestandene Pastoren. Warum? Weil die Leute in ihnen was gesehen haben. Mit 17, mit 18, teilweise mit 15. Wie alt war unser Schlagzeuger, als du ihn kennengelernt hast? Mani, 10? In der Jugendgruppe? 13, das waren doch schon sehr alt. Ja, so, das heißt, das Schöne ist, dass ich hier auf einen Boden sehen kann, wo das in eurem Denken nicht weit her ist. Aber ich möchte starten mit einem schockierenden Gedanken. Und zwar, der Teufel hat sich darauf spezialisiert, Generationen zu stehlen. Zum Beispiel im Buch Daniel, vielleicht liest du das ab und zu mal, super Buch. Da heißt es, dass Daniel verschleppt wurde ins babylonische System. Die meisten Ausleger sagen, er war ca. 15 Jahre alt, als er verschleppt wurde. Was macht Nebukadnezar? Er überlegt sich, wie kriege ich dieses Volk Gottes in eine Abhängigkeit von meinem babylonischen System? Ich nehme die Jugend und die jungen Erwachsenen mit. Ich nehme die Jugend und die Studenten mit. Dann bringe ich sie in meine Unis, in mein Weltsystem, in mein babylonisches System rein. Ich tue sie so lange brainwashen, bis sie vergessen, was ihre Identität ist. Und dann habe ich das Volk Gottes gebrochen. Er lässt ganz viele da, aber Jugendliche und junge Erwachsene nimmt er mit. Und dieses Prinzip siehst du immer wieder in der Bibel, dass der Teufel die junge Generation klauen will. Und das siehst du auch heute. Es ist durch Verwirrung, das ist durch Verwirrung in Theologie, das ist Verwirrung in der Identität, Verwirrung in der Sexualität, Verwirrung in allen möglichen Bereichen, wo selbst vor Jesus Geburt hat der Teufel versucht, alle Kinder zu töten. Das heißt, er stiehlt Generationen. Besonders die Junge. Warum? Er weiß, dass im jungen Alter ein Samen gesät wird. Er weiß sogar, dass statistisch gesehen die meisten Menschen in einem Kinder- und Jugendalter sich fürs Evangelium öffnen. Er weiß, dass das eigentlich die Cash-Cow des Reichen Gottes ist. Also wenn du eine Firma gründen würdest und ich würde dir sagen, es gibt eine Zielgruppe, wo du die meisten Produkte verkaufen kannst, wo du mit Abstand den größten Markt hast, würdest du sagen, interessiert mich nicht, da investiere ich auf gar keinen Fall. Wir sagen, da muss ich ja alles für tun, damit Kinder und Jugendliche so früh wie möglich das Evangelium hören. Aber wenn wir nicht in Generationen denken, passiert etwas, was in Deutschland sich leider ständig wiederholt, seit Generationen, werde ich dir gleich erklären, weil wir nicht verstanden haben, in Generationen zu investieren. Ich lese dir mal vor, was Gott über sich selber sagt zum Thema Generationen. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht Gott der Toten, sondern der Lebenden. Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du es den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und das ist mein Gedenken für alle Generationen. Ich werde immer wieder von Abraham, Isaak und Jakob reden und damit die Frauen im Raum sich nicht benachteiligt fühlen. Du kannst einfach sagen, Abigail,
Easy und Jacqueline, wenn du möchtest. Es geht einfach um diese Generation, okay? Also nicht, dass es hier ein Gender-Talk gleich wird. Also du kannst gerne weibliche Namen einsetzen. Okay, wir wollen nicht verbergen vor unseren Kindern, sondern erzählen dem kommenden Geschlecht, Achtung, die ruhmreichen Taten des Herrn, seine Macht und die Wunder, die er getan hat. Erzählt es euren Kindern und euren Kindern sollen es ihren Kindern erzählen und deren Kindern der nächsten Generation. Wow, Gott ist der Meinung, das wäre jetzt normal. Normal ist nicht, wenn Generationen geklaut werden. Normal ist nicht, wenn die eine Generation Gas gibt, die nächste abkackt. Normal ist nicht, dass du als Kind zum Glauben kommst und als Jugendlicher rebellierst und vom Glauben weggehst. Das ist im Reich Gottes nicht normal, das ist einfach in Deutschland normal. Im Reich Gottes ist das nicht normal. Es gibt ganz viele, die erzählen so Zeugnisse, als wäre das normal. Ja, weißt du, mit 11 habe ich mich für Jesus entschieden, dann hatte ich halt die Rebellionsphase, da war ich weg von Gott. Aber Gott sei Dank, durch viel Schmerz und die Scheiße hindurch, bin ich mit Mitte 20 zurückgekommen, praise God. Das freut mich für dich, für praise God, aber es sind Versagen vom Leib Christi, dass ein weiteres Kind anstatt... dass es im Glauben wächst und das geistliche und leibliche Alter gleichgeschaltet wäre, einfach wie immer wie dem Teufel überlassen zu sagen, ist halt so, geht man Rebellion. Warum sollte man denn als Jugendlicher gegen Gott rebellieren? Gegen Kirche, fair enough. Gegen deine Eltern, super. Gegen deinen Leiter, in Ordnung. Aber gegen Gott? Also wenn ich den lebendigen Gott kenne, werde ich nicht gegen ihn rebellieren. Wenn ich darin wachse, auch nicht. Deswegen, vielleicht ist das deine Biografie. Vielleicht kennst du auch viele solche Biografien. Eine Generation sollte anderen rühmen deine Werke und soll den mächtigen Taten verkündigen. Der einzige Ort, wo drei Generationen wirklich zusammen sind, ist für mich Familie. Also Opa, Sohn und Enkel sind im Sportverein tendenziell nicht in der gleichen Mannschaft. Sie sind auch nicht an der Uni zusammen. Sie sind auch nicht im Job zusammen. Der eine ist ein Rentner, der andere ist noch, keine Ahnung wo. Der einzige Ort, wo Generationen zusammen sind, ist Familie. Deswegen ist wichtig, dass wir uns überlegen, was hat Gott vor, wenn er in Generationen denkt. Und es sind drei Dinge, die ich dir genau erklären möchte. Eines, eine, ich glaube, er wünscht sich eine Kirche, die das Evangelium den Kindern und Jugendlichen so früh wie möglich klar predigt. Das zweite ist ein Zuhause kreiert, weil nur Familie kommen Generationen zusammen, nicht im Business, nicht irgendwo anders. Und dass junge Menschen in ihren Gaben entdeckt und gefördert werden von klein auf und ihrer Vision, die Gott ihnen gegeben hat. Lass uns kurz testen, ob das ICF Schwarzwald-Bodensee dein Zuhause ist. Also wir machen es mal so, wenn du im Kino bist, ja, vielleicht geht ihr auch manchmal ins Kino, ich habe da drüben eins gesehen. Ich gehe gerne ins Kino. Wie geht's dir, wenn du so siehst, dass die Leute das Popcorn verstreuen auf dem Boden? Was ist so deine Emotion dann im Kino? Denkst du, Mann, das muss man jetzt alles mal aufräumen. Was macht ihr? Reiß dich doch mal zusammen. Kannst du dich ordentlich reißen? Ich zeig dir nochmal, wie man isst. Denkst du das? Oder denkst du, wird schon jemand aufräumen? Hier gibt's ja Personal. Ja gut, ich lasse meine Tüte auch da. Es ist ja egal, ob es eine mehr oder weniger. So. Das heißt, dass du bist im Kino ja offensichtlich nicht zu Hause, oder? Was würde es bedeuten, wenn das Schwarzwald-Bodensee ein Location deiner Zuhause ist und du gehst nachher auf die Toilette und die ist zugekackt? Machen wir ganz praktisch, lass uns einfach praktisch werden. Ich hoffe, du bist gut genug erzogen zu Hause, dass du weißt, dass man eine Blobürste nimmt und es einfach sauber macht. Oder in allen anderen Bereichen. Das heißt, was ist dein Reflex, wenn du in eine Kirche kommst? Ist es dein Zuhause oder bist du einfach zu Besuch? Im Kino zum Beispiel würdest du ja nicht an der Tür Leute begrüßen. Ja? Und sagen, guten Tag, herzlich willkommen in dem Blue Kino, schön, dass Sie da sind heute. Kung Fu Panda 3, Reihe 3 ist noch bei. Wie heißen Sie denn? Ach, sehr schön, ich bin der Tobias. Arbeitest du hier? Nein, aber ich fühle mich hier so zu Hause. Würdest du ja nicht machen. Ne? Also wenn du es machst, dann fliegst du raus. Aber wenn das dein Zuhause ist und irgendjemand zur Tür reinkommt, ich erkenne daran, wer von euch hier zu Hause ist, ob ich jemand Hallo sage. Und jetzt sind wir noch nicht bei den Generationen. Jetzt kommen noch nicht die Jungen rein oder die Jugendlichen rein und die vielleicht ein bisschen anders angezogen sind als du. Und was ich rede jetzt einfach nur erstmal grundsätzliche Level. Wie viel mehr ist, wenn junge Leute kommen, die sich vielleicht noch gar nicht im Glauben auskennen, die vielleicht noch total weltlich leben, denen du es vielleicht sogar ansiehst. Was hieß es, wenn die zu nach Hause kommen, dann heißt es, dass ich sie begrüße, dass ich da bin, dass ich mich interessiere an ihnen. Malachi 3 heißt es, Gott wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich euch euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme.
Und er sagt, er wird das Herzen der Väter zu den Söhnen wenden. Wer macht den ersten Schritt in Generationen? Väter zu Söhnen. Ich werde das Wunder ist dann auch andersrum, es geht weiter, aber der erste Schritt, Väter zu Söhnen. Und ich glaube, dass Gott heute dir eine Frage stellt, bist du bereit, dein Herz für die jüngere Generation zu öffnen? Darf Gott dein Herz brechen für die jüngere Generation, egal wie alt du heute bist, ob du jung bist, dich jung fühlst oder alt fühlst, darf Gott dein Herz dafür öffnen? Wir wollen neu denken lernen. Im Kirchenbusiness in Deutschland denken wir aber oft in einer alten Art und Weise. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht von einem Jugendpastor und einem Seniorenpastor oder Leadpastor. Haben wir die Bilder da? So, also nee, das sind sie nicht. Das erste Bild, das wir da haben. Die beiden, so. Der eine ist hier der Jugendpastor, der andere ist David Rominger. Genau. So, also jetzt lass uns kurz mal überlegen, vielleicht weißt du es nicht, aber in Deutschland denken wir unterbewusst so. Jemand geht auf eine theologische Ausbildungsschule, er geht auf die Bibelschule und dann fängt er irgendwann in einer Kirche an zu arbeiten. Was ist sein erster Job tendenziell? In den meisten Kirchen, wo fängt man an? In Klammern, wenn man es nicht kann? Bei den Kindern oder bei den Jugendlichen. Aber wenn du es kannst, dann kommst du zu den Erwachsenen. Jetzt lass uns mal kurz überlegen, ob das entwicklungspsychologisch schlau ist, was wir machen. Ich will keinem zu nahe treten, aber die schwierigste Altersgruppe zu leiten sind Kinder und Jugendliche und nicht Erwachsene. Erwachsenenfortbildung ist easy. Ich war in der 7. Klasse Hauptschullehrer. Das ist anstrengend, sage ich dir. Wenn die Hormone durchknallen, du denkst, was ist mit dir passiert? Was hast du heute Morgen genommen? Ach so, du bist gerade in der Pubertät. Also, in unserem Denken ist Kinder und Jugend irgendwo da draußen jetzt? Da gibt es ja Mitarbeiter, die kümmern sich drum. Aber wir sind ja jetzt hier die Erwachsenen. Dann werden wir vielleicht älter, 18, 19, 20, sind froh, dass wir endlich aus der Jugend mal raus sind, ne? Endlich sind wir bei den Young Adults angekommen. Und irgendwie passiert dann was in Deutschland, dass die Mehrheit ihr Herz nicht mehr den Jüngeren offen hält. Warum? Ich bin jetzt bei den Älteren, ich bin jetzt bei den Großen, ich bin jetzt bei den Erwachsenen, ich bin jetzt da, wo es wichtig ist, da, wo es Leben ist. Im Reich Gottes sagt Jesus, lass die Kinder zu mir kommen. Und er sagt auch, die Väter, wenn du Anfang 20 bist, was heißt Vater zu sein? Mein Herz zu öffnen für die 17-Jährigen. Für die 16-Jährigen. Was heißt, wenn du 18 bist? Für die 15-Jährigen. Für die 14-Jährigen. Was heißt, wenn du 78 bist? Das kann sein, dass du einfach dich nur in Jüngere investierst. Die können so alt sein wie du oder ein bisschen jünger oder wie auch immer. Aber die Grundherzhaltung ist wichtig. Warum ist es jetzt wichtig, neben dem Zuhause und dem Evangelium, dass wir Leute ernst nehmen in ihre Phase, was Gott in sie reingelegt hat? Ich möchte dir ein schmerzhaftes Beispiel von unserer Nachbarstochter erzählen. Sie war mit ihren Eltern, gemeinsam mit der Kirche, Eltern haben Jesus kennengelernt. Sie war von klein auf im ICF Kids bei uns. Sie hat Jesus geliebt und dann hat sie als Kind angefangen zu sagen, ihr großer Traum ist zu worshipen. Warum? Sie liebte solche Settings wie ihr. Sie wollte oft zu den Erwachsenen reingehen, wo der große Worship war. Und unsere Worship-Leiterin, die Jule, war ihr großes Vorbild. Ich weiß noch genau, wo die Frau, also Jule, gesagt hat, kannst du diesem jungen Mädchen mal ein Video schicken und sie grüßen. Und das war für sie damals vielleicht so wie ein Justin Bieber, jemand anders was schreibt. Warum? Das war ihr Role Model, war hier auf der Bühne eine Worshipperin. So. Damals haben wir nicht in Generationen so gedacht wie heute. Und deswegen kommt es ein sehr schmerzhafter Weg, den ich dir jetzt erzähle. Dieses Kind hat von den Eltern gehört, ja, wenn du worshipen willst, musst du erstmal ein Instrument lernen. Wir schicken dich auf die Musikschule. Sie ist auf die Musikschule geschickt worden, hat Klavier geübt und hat immer gesagt, ich möchte nicht einfach Klavier spielen, ich möchte nicht Chopin spielen, ich möchte worshipen. Sie ging als Gast ins ICF Kids, hat diese Sehnsucht im Herzen, aber sie hatte keinen Worshipper, der 15, 16, 17, 18 oder Mitte 20 gewesen wäre, der gesagt hat, ich sehe in dir mit 10 Jahren eine Worshipperin und ich bin dankbar, dass Gott was in dich reingelegt hat und ich bin jetzt hier, um dir zu helfen, deine Gaben mit 10 anfangen einzusetzen und zu worshipen. Ich treffe mich mit dir zum Worshipen. Es ist super, dass du in der Musikschule Chopin lernst. Ich lerne mit dir das neue ICF Schwarzwald Bodenseelied und wir spielen es dann einfach mit Feuer im Herzen. Das hatte sie nicht. Das heißt, sie wurde in der Musikschule ausgesetzt und den Kindern ICF Kids bespaßt. Wie lange geht sowas gut? Ein Jahr? 2 Jahre? Was passiert, wenn in einem Kinder- oder Jugendherz nicht eine göttliche Vision aktiviert wird? Es kommt eine teuflische. Irgendeine weltliche. Irgendetwas anderes.
Und das sorgt dafür, dass dieses Kind sich immer mehr für andere Dinge öffnet. Das eine Kind öffnet sich komplett fürs Gamen, das nächste Kind öffnet sich für irgendwelche Popstars, das nächste Kind für irgendwelche Business-Geld-Sachen. Und das ist der Grund, warum wir ein Kind nach dem anderen verlieren. Warum? Das Evangelium ist zwar gepredigt, aber es fehlt das Zuhause oft und jemand Älteres, der die Gabe in dir sieht. Wir haben jetzt jemanden bei uns im Kickstart, er ist, glaube ich, 19. Ich werde nie vergessen, als er, glaube ich, 10 war, waren wir beim großen Event und seine Eltern kamen zu mir. Unsere Frau kam und gesagt, unser Sohn ist im ICF Kids, wir mussten ihm versprechen, dass wir ihn kurz holen. Da habe ich gesagt, warum? Also ich möchte dich sehen. Ich sagte, okay, dann kam er zu mir und haben sie gesagt, unser Sohn schaut all deine Predigten an mit 10. So, und das liegt nicht daran, dass ich gut reden kann. Das liegt daran, dass Gott Visionen in Kinder reinsetzt. Welche Gabe hat offensichtlichst dieser Junge? Worship? No. Lehre. Predigen. Ich war sein Justin Bieber. So, jetzt kommt der Punkt. Ich heiße es, werde es nie vergessen. Ich habe mich runtergekniet zu ihm, habe gesagt, ich liebe das Herz in dir. Gott hat dir eine Gabe gegeben. Hör nie auf, selber die Bibel zu lesen und Jesus zu suchen. Das hat dieser junge Mann nie vergessen. Und vor ein paar Tagen hat er bei uns bei Kickstart angefangen. Aus einer anderen Kirche kommt er. Warum? Mit 10 war es schon da. Aber irgendwie in unserem Denken fangen wir irgendwie mit 17, 18 oder 19 an, in Visionen zu denken, und bei den Kindern und bei den Jugendlichen sind wir in der Gefahr zu verpassen. Ich rede nicht über euer gutes Jugendteam, die machen das. Ich rede nicht über euer Kids-Team, die machen das. Ich rede jetzt über uns, die wir nicht in Kids und Youth sind. Über uns rede ich jetzt heute hier. Die Biografien wiederholen sich immer wieder. Ich weiß nicht, wie deine ist. Ich mache noch 2 Beispiele. Boas bei uns im Staff-Team hat mit 11 Jesus kennengelernt. Er war in der Kirche, er hat sich auch wohl gefühlt, aber er hatte nie jemand, der ihm in Jüngerschaft angeleitet hat mit 11. Er war in Kids-Programmen, aber er hat nicht gelernt, wie man die Bibel liest, er hat nicht gelernt, wie man ans Kreuz geht. Er hat all die Dinge, die die Erwachsenen alle kennen, nicht gelernt. Er hatte große Kämpfe in seiner Identität und dachte, er ist schwul. Diese Kirche war leider kein Zuhause für ihn, deswegen war er nie ehrlich. Er hat jahrelang damit gekämpft, im Dunkeln. Er hatte nie jemand gehabt, dem sich anvertrauen kann. Und erst zum Studium ist er nach München gekommen. Ich weiß so genau, wie er vor mir saß und gesagt hat, ich möchte dir etwas sagen aus meinem Leben, was ich eigentlich noch nie jemand gesagt habe. Dann hat er es mir erzählt und habe ich gesagt, vielen Dank, dass du es erzählst. Willkommen zu Hause. Ist gar kein Problem. Wir sind hier mit Jesus unterwegs und du bist willkommen. Heute leitet er bei uns riesige Bereiche. Er ist wiederhergestellt und alles. Aber wenn du ihn einen fragst, sagt er, wie wäre mein Leben gelaufen, wenn ich nicht 8 Jahre lang, obwohl ich in eine Kirche gegangen bin, obwohl ich in ein Kids-Programm gegangen bin, in Jüngerschaft, Identität, Freiheit gefördert worden wäre, dann wäre mir so viel Schmerz erspart geblieben. Es ist nicht normal im Reich Gottes, wenn wir weggehen von Gott. Deswegen ist es so wichtig, was macht eine Herde mit den Kleinen und Jungen, wenn der Angriff kommt, sie nehmen sie in die Mitte. Sie sagen nicht, ah super, der Löwe kommt, lass uns die Kleinen rauskicken, dann kommen wir schneller weg. Während ihr den Kleinen frisst, bin ich weg. Nee, die nehmen die immer in die Mitte. Was hieß es für Schwarzwald-Bodensee, egal welche Altersstufe du bist? Wie wäre es, wenn du anfangen willst zu beten mit allem, was du hast und sagen, ich bete für Kinder und Jugendliche, hier wird keiner mehr geraubt. Ich bete, du kannst zum Beispiel zu deinem Kids-Pastor sagen, gib mir eine Liste von Namen. Ich bete einfach für diese Namen jede Woche durch. Aber das ist nicht nur Gebet, es ist eine Einstellung für uns als Kirche, das zu machen. Und deswegen Abraham, Isaak, Jakob, wenn du 78 bist, such dir einen Isaak, egal wie alt er ist. Vielleicht ist er 77, vielleicht ist er 79, vielleicht ist er 84, vielleicht ist er 94, aber such dir einen Isaak. Und helf dem Isaak, sich wieder in den Jakob zu investieren, weil da hört es meistens auf. Es gibt einen Abraham, der hat einen Isaak und der geht dann vorwärts, freut sich, aber verpasst sich, in den Jakob zu investieren. Noch ein Beispiel. Im biblischen Denken ist es so, im biblisch-jüdischen Denken, dass so zwischen 12 und 13 Jahren übrigens im jüdischen Denken ein unfassbarer Meilenstein stattfindet. Es ist die Bar Mitzma, die wird gefeiert im Judentum, genauso groß wie die Hochzeit. In unserer Kultur denken wir uns, ja gut, 12, 13, egal, gehst jetzt mal in die Jugend, ciao.
Im jüdischen Denken ist es so, dass mit ein Mädchen mit 12, ein Junge mit 13, man sagt, die Söhne des Gebotes. Da tut die Gemeinde alles dafür, dass diese Kinder begleitet werden auf dem Weg zum Erwachsenensein und dass sie Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Sie tun alles dafür, die Gebote so zu lehren, damit der 13-Jährige für sein Leben Verantwortung übernimmt. Bis jetzt hat es Papa und Mama gemacht, aber jetzt fange ich selber an. Im Jüdischen ist das vollkommen normal. Bei uns ist es so, naja, bist halt 12, bist halt 13. Ja, wir haben so ein Buch zu Hause, das heißt, und plötzlich sind sie 13, wie man einen Kaktus umarmt. In dem Alter macht es auf einmal knatterer Bumm. Die Gehirnenden sind mal kurz alle gelöst. Warum auch Gott das immer gemacht hat, jetzt werden die neu zusammengelötet. Das ist ab 13. Und wenn da ein Jugendmitarbeiter auf gefühlte 100 Jugendliche kommt, gute Nacht. Das ist eines der heikelsten Momente. Alles wird neu zusammengelötet. Restart. So, es hat was mit dem Herzen zu tun, es hat was mit unserer Einstellung zu tun. Und ich möchte jetzt ein Beispiel, was mein Anti-Beispiel ist zum Thema Generation machen. Abraham, Isaac, Jakob ist positiv, auch mit allen Fehlern. Du kannst durchlesen, die alle haben Fehler. Die alle haben Fehler, aber sie investieren sich trotzdem weiter. Und jetzt kommt ein positives Beispiel, und zwar Elia und Elisa und Gehasi. Das sind auch drei Generationen. Und Elia und Elisa, die waren fast wie Twins. Also Elisa ist Elia immer hinterhergelaufen. Wenn er aufs Klo ist, ist er aufs Klo gegangen, wenn, also egal was, der hat einfach alles mitgenommen, okay? Und als dann der Moment kam, dass er spürte, dass Elia jetzt zum Herrn genommen wird, sagt Elisa, ich bleib bei dir und ich habe einen Wunsch, kannst du für mich beten, bevor du gehst, mir die Hand auflegen und mir deinen Mantel der Salbung übergeben, dass die doppelte Salbung von dir auf mich kommt. Elia sagt, ich kann es probieren, aber es wird der Herr entscheiden. Aber ich werde für dich beten. Elia und Elisa sind auf den letzten Metern, wo Elia entrückt wird. Sie kommen an Jordan. Der Jordan, Elia nimmt seinen Mantel, schlägt auf den Jordan. Ein Wunder passiert. Der Jordan wird geteilt. Er geht hindurch, geht auf diesen Berg. Er betet für Elisa, gibt ihm den Mantel. Die doppelte Salbung kommt auf ihn. Das wäre Generationsdenken. Wo ich aufhöre, sollst du anfangen. Meine Decke ist dein Fundament. Die nächste Generation soll einfach da, wo ich gerade bin, fürs Reich Gottes weitermachen. Elia geht, Elisa kommt zurück zum Jordan, er macht das erste Wunder. Weißt du, was sein erstes Wunder war? Er nimmt den gleichen Mantel, haut auf den gleichen Fluss, geht durch. Sein erstes Wunder war das letzte Wunder von Elia. So fängt er einfach an. So, das ist jetzt Gunst. Wenn du in dieser Kirche zum Glauben kommst, ist es Gunst, du darfst da anfangen, was Väter und Mütter vorher weggekämpft haben für dich. Aber jetzt kommt der Ball zu dir. Jetzt sind wir bei Isaak, merkst du? Aber es ist kein Automatismus, dass der Isaak jetzt den Jakob nimmt. Gehasi ist dann derjenige, in den Elisa sich investiert. Ich lese dir eine Szene vor, wo Folgendes passiert. Und zwar soll Gehasi vorausgehen und für jemanden beten. Gehasi war vorausgegangen, hatte den Stab auf das Gesicht des toten Jungen gelegt. Also Next Step im Jüngerschaftsprozess, Tote auferwecken. Ich weiß nicht, was dein Next Step ist, aber das war sein Next Step. Doch ohne Erfolg, der Junge bewegte sich nicht und gab auch keinen Laut von sich. Da kehrte Gehasi wieder zurück, um es Elisa zu melden. Unterwegs traf er ihn und berichtete, er ist nicht aufgewacht. Als Elisa in Schunen angekommen war, ging er allein hinauf in sein Zimmer und verriegelte die Tür hinter sich. Jetzt kommt das, was leider, wenn wir es nicht verstehen, unterbewusst bei uns allen passiert. Also er hat sich in Gehasi investiert. Gehasi packt es nicht. Okay? Es dauert jetzt einfach länger mit dem. Aber ich habe ja keine Zeit jetzt. Brauche ein Wunder. Der Tote muss auferweckt werden. Ich mache es einfach wieder selber. Tür zu. Und ab diesem Moment kriegt Gehasi nichts mehr mit. Er kriegt nicht mit, wie er betet, er kriegt nicht mit, wie er ringt, er kriegt gar nichts mehr mit, warum die Tür ist zu. Meine Frage ist an dich heute, wo haben wir unbewusst die Türen geschlossen? Wo kriegt die nächste Generation von dir nichts mit? Wenn du Kinder hast, lass uns bei den Kindern anfangen. Und wenn du keine Kinder hast, überleg aus der Sicht eines Kindes, falls deine Eltern gläubig sind, wie es für dich war. Zum Beispiel, mein Schwiegervater ist jemand, ich liebe ihn, er liest so treu Bibel jeden Morgen. Für seine Kinder war es allerdings so, der Papa verschwindet da in dem Zimmer, macht die Tür zu, macht da irgendwas mit der Bibel und kommt fresh wieder raus.
Aber die Kinder wussten nicht, was er da macht. Sie waren nicht mit dabei. Viele Eltern verstecken den Streit vor ihren Kindern. Die schließen die Tür, wenn Streit kommt. Ja, that's life. Also hoffentlich lernt dein Kind, wie man streitet, aber auch wie man sich hoffentlich versöhnt. Wir können so schnell die Tür schließen, dann im Ministry oder im Team. Ich arbeite irgendwo mit, ich mache etwas, unbewusst schließe ich die Tür. Warum? Es geht halt jetzt schneller. Also wenn ich das mache, geht es einfach schneller. Oder unbewusst, ich bin aus der Jugendalter rausgewachsen, naja, Jugendlichen habe ich die Tür geschlossen. Wir waren letztens mit unserem Senior Leadership Team unterwegs auf dem Jakobsweg. Und wenn ich das laufe, denke ich mir, warum habe ich eigentlich unsere Jugendpastoren nicht mitgenommen? Warum ist denn die Tür schon wieder zu? Warum ist die kriegen gar nicht mit jetzt, was wir hier machen. Die Tür ist so schnell zu in unserem Leben. Wir merken es gar nicht, dass wir Dinge alleine machen. Die Predigt, die du schreibst, den Worship, den du vorbereitest, die Small Group, die du vorbereitest, das Gebet, das du betest, indem du für deine Small Group betest oder für Leute betest. Egal was, ist die Tür zu oder offen? Ist ein Isaac dabei, ja oder nein? Darf jemand reingucken, ja oder nein? Wir meinen es nicht böse, wir sind halt einfach scharfe Häuslebauer unterwegs und sind halt einfach so im Kschafteln, aber wir verpassen den wichtigsten Auftrag. Der wichtigste Auftrag ist, geht in alle Welt, predigt das Evangelium, macht zu Jüngern. Nicht bereite eine Predigt vor. Nicht leite eine Small Group. Sondern macht zu Jüngern. Das ist das Allerwichtigste, was Gott uns anvertraut und das ist natürlich auch gleichzeitig eine Challenge. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, kann viel sein. Ich mache noch ein provokantes Beispiel, damit du mich noch ein bisschen mehr magst. Es ist einfach ein fiktives Beispiel. Wir überlegen mal kurz, ob die Beteiligten zwar gut gemeint, aber den Hauptauftrag verpasst haben. Stell dir vor, jemand liegt im Krankenhaus und er ruft beim ICF Villingen Schwenningen im Büro an und sagt, kannst jemand bitte kommen und bitte beten für den Kranken, weil der ist wirklich kurz vorm Sterben. Super, motiviertes Team. Schickt gleich den erfahrensten Beter los und sagt, geh bitte unbedingt dahin, vielleicht ist sogar der Pastor selber. Und er geht dorthin ins Krankenhaus. Dort sind die Angehörigen, sind alle überfordert. Er führt 3 seelsorgerliche Gespräche, er ermutigt sie, hat 2 Bibelstellen dabei, er ist ein vorbildlicher Leiter. Er betet für alle und betet auch für den Kranken. Der Kranke bessert sich deutlich, er wird sogar geheilt. Alle sind glücklich und er geht wieder nach Hause. Hat er seinen Auftrag gelebt, ja oder nein? Nicht antworten, sonst ist es peinlich. Er hat einen Mini-Teil seines Auftrags gelebt. Aber keiner um ihn herum wurde mündiger. Die Familie muss ihn nächstes Mal immer noch anrufen, wenn jemand krank ist. Die Angehörigen, wenn sie verzweifelt sind, müssen immer noch einen Pastor holen. Und keiner hat mitgekriegt, was er da gemacht hat. Warum hat er das gemacht? Wie hat er gebetet? Warum hat er ermutigt? Kein Briefing, kein Debriefing, kein Isaac dabei, kein Jakob dabei. Und alle Beteiligten rufen einfach nächstes Mal wieder, wo an? Im Büro von ICF Villingen-Schwenningen. Er hätte irgendjemand mitnehmen können, den Hausmeister. Er hätte irgendjemand mitnehmen können, sagen, komm mit mir mit. Und das ist nicht in unserem Reflex drin, oft. Und schon gar nicht vielleicht mit der jungen Generation. Dramatisch ist bei Gehasi Folgendes. Die Gier und die Unreife von Gehasi, und ich sage es für mich, dadurch, dass er nicht diese Beziehung hatte mehr zu seinem, in dem Bild Abraham, führt zur Katastrophe. Seine Geldgier sorgt dafür, dass er vollkommen scheitert und auch in den Tod endet. Und dann heißt es folgendermaßen, dass Elisa beerdigt wird. Und das ist für mich die dramatischste Szene jetzt von allen. Elisa hat es eigentlich anders erlebt. Er hatte einen Elia, der ihm alles gezeigt hat, der immer die offene Tür hatte, der alles freigesetzt hat, aber bei Elisa stoppte das Feuer. Durch ihn hat Gott Zeichen und Wunder ohne Ende getan. Aber nach ihm war die Generation von diesen erweckten Leitern einfach wieder mal beendet. Er stirbt, er kommt ins Grab und es gibt die Szene, wo ein Angriff kommt und eine Familie versucht gerade die Beerdigung durchzuführen und weil der Angriff kommt von der feindlichen Macht, schmeißen sie den Toten nur schnell ins Grab von Elisa. In dem Moment, wo dieser den toten Elisa berührt, wird dieser junge Mann zu neuem Leben erweckt. Wow! Das heißt, Elisa hat seine Salbung mit ins Grab genommen. Wir können Elisa jetzt worshipen. What a leader! What a miracle! Ich sage, was für eine Niederlage!
Es gibt offensichtlich keinen Lebenden zu diesem Zeitpunkt, wo ich die Toten mehr hinbringen kann, dass sie auferweckt werden. Warum? Die Erweckung ist einfach gestoppt. Hat er das absichtlich gemacht? Nein, ihm geht es so wie uns. Die Tür ist einfach zu. Und deswegen challenge, glaube ich, Gott uns alle die Frage, sind wir bereit, unser Herz aufzumachen? Und das ist nicht eine einmalige Entscheidung, sondern immer wieder eine Entscheidung. Ich meine ein paar Beispiele aus meinem Leben. Und zwar hatten wir schon gesehen, den Andi und den Felix. Der Andi ist vor vielen Jahren in der Kirche gekommen, ist zum Glauben gekommen. Und ich hatte den Impuls hier auf der linken Seite, dass wir einfach mit ihm Zeit verbringen, mit seiner Frau. Wir haben ihn einfach mit in unsere Familie aufgenommen. Sie haben mit uns Urlaube gemacht. Wir haben viel Zeit verbracht. Und ich hatte so den Wunsch in mir, Gott, gib mir die Gunst, dass der Andi ein Isaak wird, der sich in Jakob sucht. Aber gib nur nicht nur diese Gunst, sondern mach, dass er wieder ein Abraham wird, wo sein Jakob ein Isaak wird und der es wieder weiter investiert. Für den Andi ist das so normal, das ist nur an einem Beispiel, macht das ständig. Der Felix ist neben ihm, der ist Anfang 20 und er tut alles dafür, dass dieses Elisa-Effekt passiert. Hier siehst du eine große Aktion, da waren, siehst du nicht die über 100 Menschen, er lässt ihn leiten, er lässt ihn machen, er tritt zur Seite, lässt ihn machen, er sagt, you are the next generation, ich gebe dir Raum, ich bin aber da. Abrahams verabschieden sich nicht. Ganz wichtig, Abrahams bleiben. Sie treten nur zur Seite. Und der Abraham und der Isaak gehen dann zum Jakob. Nächstes Beispiel, hier siehst du, was der Felix ständig macht. Er investiert in Jugendliche bis hin zu Kindern. Er liebt das, er ist begabt. Und hier siehst du unseren Sonntaggottesdienst. Hier schneidet ein, ich glaube, er ist 13, er schneidet die komplette Videoregie mit ihm zusammen. Und hier ein kleines Kind. Warum macht er das? Weil er sagt, bei mir soll die Erweckung nicht stoppen. Und er geht in die nächste Generation weiter. Und Andi bleibt aber. Felix bleibt. Warum? Er ist ein Gott der Generation. Nicht Abraham, Job, Vierti, hau ab. Nee, Abraham, bitte bleib. Isaak, bitte bleibt. Aber lass uns immer in die nächste Generation investieren. Nächstes Beispiel habe ich dir mitgebracht. Hier siehst du den zweiten von links oben, ist der Konstantin. Als er in die Kirche kam bei uns, war er gerade ganz frisch mit Jesus unterwegs. Er hatte große Probleme in seiner Identität, Sexualität. Einfach nur den Gedanken für mich, verbringt Zeit mit ihm. Wir sind gute Freunde geworden. Und für ihn ist es normal geworden, dass er immer Männergruppen anleitet. Hier siehst du rechts hier eine seiner Männer-Small-Groups und hier siehst du auf der linken Seite, der vierte von links ist der Nico, junger Erwachsener. Er ist derjenige, wo Konstantin gesagt hat, Nico, wie wäre es, wenn du dein Herz für die Jüngeren öffnest und nicht wartest, dass jemand anders macht. Du bist viel näher an den Jungen dran als ich. Und Nico hat sein Herz aufgemacht und hat selber eine Gruppe angefangen mit Anfang 20-Jährigen und er sagt zu ihnen, Jungs, Männer, ich weiß, wir sind alle dankbar, dass wir nicht mehr in der Jugend sind und dass unsere Synapsen mittlerweile zusammengelötet sind. Wir sind alle dankbar, dass die Hormone einigermaßen in Ordnung sind. Aber wie wäre es, wenn wir Gott fragen, dass wir unser Herz offen lassen für die Jüngeren? Was wäre, wenn wir als Väter unser Herz neigen zu den Jüngeren? Das heißt nicht immer für alle das Gleiche. Du erreichst immer am leichtesten die Generation, die du bist, aber du kannst immer in Jüngere auch investieren. Ich möchte uns jetzt einen Moment geben, wo wir erst einen stillen Moment machen und dann uns vielleicht zu zweit, zu dritt austauschen. Die Frage, die ich den Heiligen Geist jetzt stellen möchte, einfach mit dir gemeinsam, wo haben wir unbewusst Türen geschlossen? In unserem Leben, in unserer Familie, in unseren Freundschaften, in Altersgruppen, in unserem Dienst, auch in der Firma. Und nach dieser stillen Zeit wollen wir uns einfach mal austauschen, uns zu inspirieren und zu merken, nicht, dass wir uns anklagen lassen, sondern der Heilige Geist klagt dich nie an. Er deckt einfach auf. Und zwar total liebevoll. Um dann zu sagen, wie wäre es, mein Sohn, meine Tochter, wenn wir es ändern. Lass uns dieses Bild gerne mal in unsere Teams mitnehmen. Wenn die Worship Community die sich trifft, lass uns mal überlegen, was wäre denn, wie könnte das aussehen, unsere Tür zu öffnen? Wie wäre das, wie würde es aussehen bei uns in der Small Group oder egal, wo ihr seid, die Tür zu öffnen? Ich möchte noch kurze Abschlussgedanken und sagen, bevor wir einfach nochmal in die Zeit des Gebets, des Proklamierens gehen. Und zwar, das eine ist, beim Neudenken lernen ist wichtig, dass ich zu Dingen Nein sage, weil sonst werde ich nie zu der nächsten Generation Ja sagen. Ich habe dir ein paar Bilder mitgebracht, was der Reflex in uns sein kann, auf was wir für Prioritäten setzen. Wir haben zum Beispiel einmal eine Bühne und einmal hinter der Bühne, habe ich ein Bild dabei, haben wir das, die Bühne und die, genau.
Wenn wir in das Reich Gottes denken, nicht tief verinnerlicht haben, denken wir viel über Bühnen nach, anstatt hinter der Bühne. Wir wissen genau, dass wenn wir das Wort Gottes schauen, es wichtiger ist, was hinter der Bühne passiert, als was auf der Bühne passiert. Wir wissen, wenn wir das Wort Gottes schauen, dass es genauso wichtig ist, was in uns passiert auf dem Weg zu den Days of Power, auf den Days of Power und nach den Days of Power. Es ist wichtig, was uns als Mitarbeiter in uns passiert, und das ist alles die Einladung für Jüngerschaft. Das ist nicht, oh, kannst du nicht mal funktionieren, wir fangen gleich an hier mit unseren Celebrations, sondern das ist die Einladung für Jüngerschaft. Oder noch ein Beispiel, dein Wohnzimmer oder eine Bühne, auch das, wenn du das Wort Gottes kennst, weißt du sofort, was ist, hat mehr Impact. Das hier oder mein Wohnzimmer? Mein Wohnzimmer ist nicht groß, aber mit den Konstantins dieser Welt, mit den Andis dieser Welt, das ist das, was life-changing am Ende vom Tag ist. Das Wohnzimmer ist der Ort, wo die meiste Veränderung passiert. Ich möchte dir einen Gedanken geben, nicht jeder von uns hat die Aufgabe, jetzt in Jugendliche direkt zu investieren. Aber du kannst für sie beten, du kannst einstehen, du kannst ganz viel machen. Du kannst zum Beispiel beten, ich weiß von einem Ehepaar, die sind über 70 und die haben einfach angefangen zu beten. Und haben gemerkt, in ihrem Beziehungsnetzwerk gab es Neffen und Enkel, die waren jung. Sie haben bis dahin nie drüber nachgedacht, dass sie Enkel und Neffen haben, die gerade in dem Alter sind. Also haben sie gebetet und haben dann mit den Eltern geredet, ob sie die einfach mit in die Kirche nehmen können. Die Eltern nicht gläubig, haben gesagt, okay, Oma, Opa, könnt ihr ja mitnehmen. Das heißt, sie haben sie jede Woche mit in die Kirche genommen. Sie haben angefangen, sie mitzunehmen. Das heißt, ich kann da beten, ich kann aber auch alles Mögliche machen. Ich kann sagen, ich packe praktisch mit an bei Kids, bei Youth. Und das ist in eurer Kirche auch ein Statement. Der Alessio, einer der Location-Pastoren, leitet die Kids-Konferenz. Das ist ein Statement, was ich so liebe an dieser Kirche, dass er dort investiert. Vielleicht kannst du auch irgendwas gut, Basketball spielen, Business. Zum Beispiel Kevin, unsere Kirche, ist gut im Business und er hat gesagt, ich helfe Jugendlichen, dass sie ein Business aufbauen können, aber mit einer Reich Gottes Idee. Vielleicht kannst du irgendwas gut und hast noch nie so gedacht, dann geh zum Youth Pastor oder zu den Leitern und sag, kannst du diese Gabe gebrauchen? I'm here. Vielleicht hast du ein schönes Auto, vielleicht hast du ein großes Auto, dann fahr Jugendliche zum Jugendgottesdienst. Du kannst einfach ganz viel machen. Erst recht, wenn man auf dem Land wohnt, Leute. Hier gibt es keine U-Bahn, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Da muss man von A nach B kommen. Und vor allen Dingen auch nachts. Bei Villingen, Schwenning, nachts ankommen, 12:30. Das Einzige, was ihr habt, ist Taxis, habe ich das Gefühl. Also so viele Taxis habe ich in München noch nie gesehen. Aber das ist ein anderes Thema. Schließen möchte ich mit folgenden Gedanken. Vielleicht hörst du dieses Thema und du hast einen Schmerz in dir. Und du sagst dir, ja, das spricht mich an, aber ich habe gleichzeitig Schmerz, weil in mich hat nicht jemand investiert, als ich im Alter war. Vielleicht ist auch deine Biografie so gelaufen, dass du mal mit Gott unterwegs warst und wieder weg warst. Und ich möchte dir sagen, meine Biografie ist, was das angeht, voller Schmerz. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo meine Eltern sich ständig gestritten haben und vollkommen überfordert waren von ihrer Ehe und von den Kindern. Ich habe mit 4 Jahren aufgehört zu weinen, weil ich wusste, hier sind keine Eltern, die nach mir schauen, ich muss nach mir selber schauen. Sehr ungesundes Verhalten eines 4-Jährigen. Ich habe dann mit 11 vom Evangelium gehört, aber ich war in einer Kirche, die gar keine Ahnung hatte von Jüngerschaft und gar keine Ahnung hatte, wie man das Wort Gottes nimmt. Deswegen bin ich in eine vollkommene Rebellion gegangen, war Punk und war total antichristlich unterwegs und habe ganz viele dumme Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Wenn du mir sagen würdest, dass in meinem Leben aus einer kaputten Familie, aus einer kaputten Ehe kommend, als atheistischer Jugendlicher aufgewachsen, dass du mir heute sagen würdest, dass ich eine Kirche leite, wo es normal ist, in Generationen zu investieren, dann ist es einfach ein Wunder. Warum? Wir leiten heute Ehekonferenzen. Hättest du mir das mit 19 gesagt, hätte ich gesagt, ich heirate frühestens mit 30, weil ich dachte, das Leben vorbei mit 30. So denkt man mit 19. Ich kann alle beruhigen, es wird immer geiler, aber ich dachte mit 19, mit 30 ist das Leben vorbei. Das heißt, warum ist das so? Warum? Ich habe einen Vater im Himmel, der mich wiederherstellt, der mich liebt. Ich bin in der Familie Gottes eingepflanzt. Ich darf mit seinem Kreuz Heilung und Vergebung erleben und darf deswegen sagen, ja, ich habe das alles nicht erlebt als Kind. Und ja, es wäre viel schöner gewesen in meinem Leben, wenn es anders wäre. Aber das Einzige, wo ich Einfluss drauf habe, ist, ab heute, die Generation nach mir soll da anfangen, wo ich heute bin. Und das will ich mit Gottes Hilfe tun. Und ein Vater freut sich, wenn das Kind besser ist als er. Ein Vater freut sich, wenn das Kind ein größeres Business aufbaut als er. Ein Vater freut sich, wenn die Kirche größer wird nach ihm und nicht kleiner. Und das ist das,
Womit ich uns segnen will gleich, Jesus hat gesagt, sein Leiterschaftsstil ist, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Das ist Generationsdenken. Ihr werdet größere Dinge tun als ich. Und deswegen wollen wir jetzt beten, wir wollen als erstes wirklich dem Schmerz Raum geben, hier auch in diesem Raum, weil Gott ist von unserem Schmerz nicht überfordert. Und wir dürfen den Schmerz in seiner Gegenwart auch absolut zulassen. Der Schmerz über unsere Biografie. Aber ich sage dir eins, in den letzten Monaten hatte ich auch ganz viel Schmerz um zum Beispiel unsere Nachbarstochter, die stand jetzt nicht mit Jesus unterwegs ist. Ich habe geweint. Ja, wir sind eine junge Kirche, wir haben ganz viele junge Leute. Aber während Corona haben wir so die 17- bis 20-Jährigen ganz viel, die jetzt 17 bis 20 sind, die damals 14 bis 17 sind, ganz viel von denen sind in Kompromissen unterwegs. Und ich habe viel geweint, auch mit unserem Pastorenteam, wir haben geweint, nicht weil alles schlecht ist in unserer Kirche, wir sind dankbar für die Generation, aber für jedes einzelne jugendliche Leben, das gerade nicht mit Jesus unterwegs ist. Und auch dieser Schmerz ist etwas Gutes, wenn wir es in der Gegenwart Gottes haben. Das Video ist vorbei, wir hoffen, es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würde es so riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm doch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuch eine Celebration. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würde es uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum trag es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos und uns freut es, dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.